Warum sollte man unbedingt versuchen, nach dem Bachelor einzusteigen? Das ist eine Sache, da werde ich jetzt wahrscheinlich einige Leute irgendwie vor den Kopf stoßen, die euch sagen, ja, lasst euch Zeit, nach dem Master einzusteigen, ihr habt alle Zeit der Welt. Ich bin ein großer Verfechter davon, zu versuchen, nach dem Bachelor einzusteigen. Warum? Nun, wenn du es darauf anlegst, nach deinem Bachelorstudium einzusteigen, sprich nach 3 bis 3,5, maximal 4 Jahre Studium, dann musst du schon relativ früh beginnen, deine ersten Praktika zu machen. Dann musst du schon relativ früh beginnen, sehr gute Noten zu schreiben und, weil du ja nicht mehr so viel Zeit insgesamt hast. Das heißt, meistens, wenn man es darauf anlegt, nach dem Bachelor einzusteigen, dann sollte man spätestens nach dem zweiten Semester sein erstes relevantes Praktikum machen. Und man sollte jetzt auch die ersten 3, 4 Semester vom Bachelor nicht in den Sand setzen, weil sonst ist dein Bachelorschnitt offensichtlich nicht so gut und damit hast du dann auch nicht ganz so gute Chancen nach dem Studium. Wozu führt das? Das führt dazu, dass du spätestens nach dem zweiten, dritten Semester weißt, ob die berufliche Richtung, die du initial angestrebt hast, auch wirklich das ist, was du machen möchtest. Weil wenn du deine ersten 1, 2 Praktika gemacht hast, zum Beispiel in der Beratung oder im Banking oder im Startup oder wo auch immer, dann kriegst du ja schon ein relativ gutes Gefühl dafür, ob das das ist, was du machen willst. So, hat jetzt 2 Vorteile. Vorteil Nummer 1, wenn du merkst, das ist genau das, was du machen möchtest, dann arbeitest du jetzt noch den restlichen Bachelor darauf hin, um in diesem Bereich einzusteigen und hast halt nach dem Bachelor wirklich die Möglichkeit, auch dort einzusteigen. Und insbesondere im Investmentbanking macht es, sage ich mal, rechnerisch, wirtschaftlich sehr, sehr viel Sinn, nach dem Bachelor einzusteigen, weil die Einstiegsgehälter, die Hierarchiestufe zwischen Bachelor- und Masterabsolventen bei fast allen Firmen genau dieselbe ist. Warum solltest du noch 2 Jahre länger warten, um Master zu machen, bis du Geld verdienst? Dann hast du ja Opportunitätskosten, weil du in diesen 2 Jahren kein Geld verdient hast, plus du hast direkte Kosten, weil du irgendwelche teuren Mastergebühren hast zahlen müssen. Auf der anderen Seite, falls du merkst in diesen Praktika, die du dann relativ früh in deinem Bachelorstudium machen musst, dass diese Branchen doch nicht das sind, was du langfristig machen möchtest, dann hast du noch genug Zeit, um in einem Master, in einem Gap Year, whatever, dich in anderen Bereichen auszuprobieren. Anstatt, dass du dann hingehst und im Bachelor irgendwie gar kein Praktikum machst, sondern einmal im Master anfängst, mal dein Praktikum zu machen, weil du die ganze Zeit dachtest, du willst in die Unternehmensberatung, dann merkst du auf einmal in diesem Praktika im Master, hey, Unternehmensberatung ist mir viel zu stressig mit der ganzen Reiserei, ich will was anderes machen, dann stehst du halt deutlich schlechter da, als wenn du diese Erkenntnis schon im Rahmen deines Bachelors gemacht hast. Und jetzt gibt es natürlich irgendwelche Feel-Good-Leute, die sagen, ihr müsst keine Praktika machen, lasst euch Zeit mit allem, aber in meinen Augen ist das Quatsch. Warum solltest du warten, eine wichtige Erkenntnis in deinem Leben zu machen, auf irgendeinen späteren Zeitraum, wo du dir dann gegebenenfalls, dadurch, dass du diese Erkenntnis erst später gesammelt hast, gewisse Chancen verbaut hast. Es macht Sinn, sowas so früh wie möglich zu machen. Und ich sage nicht, dass jeder hier nach dem Bachelor einsteigen muss. Ich sage, wenn man ins Investmentbanking möchte, dann macht es wirtschaftlich Sinn, nach dem Bachelor einzusteigen. Aber auch wenn du zum Beispiel in die Beratung willst, ins Venture Capital, in Konzern, in Startup oder auch wenn du ins Investmentbanking willst und du sagst, du willst einfach nochmal einen Master machen, dann wird es jetzt ja auch nicht zu deinem Nachteil sein, wenn du dir schon während deines Bachelors das Profil aufgebaut hast, mit dem du auch nach dem Bachelor einsteigen könntest. Weil hast du den großen Vorteil angenommen, jetzt mal angenommen, du willst in die Beratung. Du hast echt coole Praktika gemacht und du hättest das Angebot von einer großen Strategieberatung nach dem Bachelor einzusteigen. Dann kannst du denen ja auch sagen, danke euch, ne? Vielen Dank für das Angebot, aber ich will trotzdem noch einen Master machen, bevor ich bei euch einsteige. In vielen Fällen sagen die, okay, das Angebot ist für die nächsten 5 Jahre gültig oder für die nächsten 2 Jahre gültig. Das ist bei vielen großen Beratungen der Fall. Und selbst wenn die das nicht sagen sollten und sagen, okay, dann muss ich halt in 1,5 Jahren nochmal neu bewerben, sind die Chancen schon relativ hoch, wenn du da nicht irgendwas grundlegend falsch machst, dass du dann in 1,5 Jahren auch nochmal einsteigen könntest. Plus, du kannst dann halt in diesen 1,5, 2 Jahren von deinem Master vielleicht auch noch es hinbekommen, bei den anderen beiden Top-Strategieberatungen ein Praktikum zu bekommen oder ein Angebot zu bekommen und dir dann wirklich die Firma rauszupicken, die dir am allermeisten gefällt, falls du dir nach deinem Bachelor noch nicht so sicher warst. Das heißt, in meinen Augen hat es absolut keine Nachteile, wenn man es darauf anlegt, nach dem Bachelor einzusteigen, außer dem Fakt, dass man halt sich mehr anstrengen muss. Und es gibt jetzt natürlich manche Leute, die wollen sich nicht anstrengen oder die sagen, ich schaffe es einfach nicht, mich anzustrengen. Und dann, gut, dann ist das deine Entscheidung. Aber ich würde niemandem empfehlen, von Grund auf zu planen, einen Master machen zu müssen. Und ich kann dir auch eine Sache sagen, auch wenn man es darauf anlegt, im Bachelor oder nach dem Bachelor einsteigen zu können, wenn man weiß, wie man vorangeht, wenn man sehr, sehr effizient vorangeht bei den einzelnen Schritten, wenn du wirklich überall jede Stellschraube optimierst, dann ist das machbar, immer noch mit einem, sage ich mal, halbwegs überschaubaren Workload, wo du immer noch genug Zeit hast irgendwie für deine Freunde, für Sport, für Familie, whatever.
So, und wie gesagt, wenn dir das alles zu viel wurde, wenn du sagst, hey, ich vermisse jetzt irgendwie die Zeit, wo ich nochmal Urlaub gemacht hatte, dann steig halt nicht nach dem Bachelor ein, dann machst halt noch einen Master, aber kannst diesen Master auch viel mehr genießen. Weil das ist so ein bisschen der letzte Punkt, worauf ich hinaus möchte. Super viele Leute, mit denen ich spreche, denen halt davor irgendwelche Leute gesagt haben, ja, lass dir Zeit oder so, oder die es halt einfach auch nicht besser wussten, die dann halt am Ende vom Bachelor irgendwie realisieren, so wie sie jetzt unterwegs sind, da wollen sie nicht bleiben. Die müssen dann halt einen Master machen. Die müssen dafür sorgen, dass dieser Master richtig gut läuft, dass sie dort richtig gute Noten schreiben, dass sie dort richtig gute Praktika bekommen und müssen dann auf den letzten Drücker das noch hinbekommen. Und bei vielen kriegen wir es Gott sei Dank hin, aber bei anderen ist es dann halt auch einfach mal irgendwann zu knapp. Das ist ja auch einfach ein Fakt. Es ist verdammt schwierig, zu den Top-Firmen in diesen Branchen zu kommen. Und du willst ja mit maximaler Wahrscheinlichkeit schaffen. Und du sorgst halt dafür, dass du es mit maximaler Wahrscheinlichkeit schaffst, wenn du so früh wie möglich anfängst, die richtigen Schritte dafür zu machen. Und was du ja auch, zumindest in der aktuellen Zeit, wird es uns allen leider schmerzlich bewusst, was du auch noch mit einbeziehen musst, du weißt ja nie, wie die wirtschaftliche Situation sich entwickelt. Aber man kann das meistens irgendwie ein halbes, ein Dreivierteljahr, ein Jahr oder anderthalb Jahre im Voraus auch so ein bisschen absehen irgendwie, wie die Einstellungszahlen werden. Und wenn du jetzt gerade merkst, hey, nach dem Bachelor bin ich richtig gefragt auf dem Arbeitsmarkt, da geht es richtig heiß, da ist es richtig heiß oder es fängt langsam an, ein bisschen abzuglimmen, dann weißt du, okay, vielleicht in anderthalb Jahren sind wir noch deutlich tiefer in der Rezession drin. Dann versuchst du, tunlichst nach dem Bachelor einzusteigen, damit du halt einen sicheren Job hast, anstatt dir dann in der Wirtschaftskrise einen Job suchen zu müssen. Auf der anderen Seite, wenn du halt merkst, okay, jetzt nach dem Bachelor, wir sind gerade in der richtigen Krise, ich kriege keine coolen Angebote, dann machst halt noch einen Master. Ne? Du hast einfach viel mehr Flexibilität, wenn du frühzeitig angefangen hast, die richtigen Schritte zu machen. Und damit möchte ich jeden von euch ermutigen, die noch relativ am Anfang vom Studium sind, frühzeitig sich darum zu kümmern, frühzeitig zu uns, zu Pumpkin Careers zu kommen. Gleichzeitig, wie gesagt, wenn du merkst, und da wirst du ja merken, dass ich recht habe, wenn du am Ende jetzt gerade von deinem Bachelor bist und merkst, okay, du hast bisher noch nicht so die richtigen Schritte gemacht, vielleicht bist du auch im Gap Year oder am Anfang vom Master und sagst jetzt auf die letzten zwei, drei Semester hingesehen, da will ich jetzt nochmal alles raus und dann melde ich auch sehr gerne bei uns. Auch da haben wir super viel Erfolgsstories produziert, da findest du auf unserer Website ganz viele und bei dir ist es umso ernster. Na, also ich sag mal, bei den ersten geht es darum, dass sich dieses geile Profil aufbauen und bei dir geht es jetzt darum, dass wir es halt einfach noch hinbekommen, dass du dir dieses gute Profil aufbaust und nicht so schnell wie möglich, sondern dass du halt einfach überhaupt schaffst, dass du nach dem Master wenigstens einen sehr guten Job bekommst und dafür wollen wir dir natürlich auch gerne helfen. Das heißt, wenn du sagst, hey, das ist alles einleuchtend, was der David sagt, ich möchte an mir arbeiten, ich möchte da nicht irgendwie selber Fehler machen, ineffizient vorangehen, wie man es halt offensichtlich macht, wenn man das alleine versucht, was er völlig natürlich ist, wie es mir damals auch ging, sondern wenn du stattdessen sagst, ich will auf einen Erfahrungsschatz vertrauen von Pumpkin Careers, die bereits mit über 1000 Leuten zusammengearbeitet haben, die ein Coaching-Team haben, von erfahrenen Coaches, die bei Firmen wie McKinsey etc. arbeiten oder gearbeitet haben, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns, einfach auf die Webseite gehen, pumpkincareers.com, Formular ausfüllen, dann können wir uns mal deine Situation anschauen und schauen, ob und wie wir dir helfen können. Bis dahin, viele Grüße, schön, dass du dabei warst, dein David.